So das ist mein zweites Video der Software. Es gibt zwei Funktionen. Erste Funktion ist Preset, zweite ist Mapping. Preset ist ganz einfach. Es gibt viele Parameter jetzt für Video, eigentlich über 240. Und kann man alle diese Parameter speichern und später laden. So das ist die Idee von Preset. Und zum Beispiel, das ist ein Parameter Setup und ich möchte diese Parameter speichern, dann einfach Slot auswählen, Center, dann Save. Dann jetzt alle Parameter, 240 Parameter werden gespeichert. Dann ich mache andere Preset jetzt, wie diese. Ein bisschen übertreiben, aber das ist 11. Preset, dann Save, dann ich kann später 10. Das ist 11. So zwei Parameter, so Presets speichern und laden. So das ist die erste Funktion, Preset, Preset System. Und zweite ist Mapping. Mapping bedeutet, kann man so die Klang, so Parameter von Klang, zum Beispiel Lautstärke oder Tonhöhe und Videoparameter mappen, verknüpfen oder verbinden. So das ist die Idee von Mapping. Dann es gibt hier so Mischpult oder Submixer. Dann ich demonstriere jetzt, wie man das benutzen kann. So, das ist so Soundfile Player. Ich spiele jetzt ein Stück. Dann hier es gibt einen Switch. Dann das ist Monitor Switch. Dann ich selektiere einfach LST. Das bedeutet Bass 1. Okay? Dann ich schicke Bass 1, Kick und Snare. Dann holt man nur Kick und Snare. Dann das ist Lautstärke, Pitch, so Tonhöhe und Geräuschheftigkeit, Noisiness. Und kann man drei Aspekte von diese Kick und Snare analysieren und das ist Ergebnis. So, das ist Lautstärke von zwei Instrumente. So, ich mache einfach Kick weg, dann nur Snare dran. Dann, wenn ich zweite Bass auswähle, dann hört man gar nichts. Aber ich kann zum Beispiel alle Synthesizer aktivieren. Dann hört man nur Synthesizer und das ist Lautstärke von diese gesamte so Mischung von 5 Instrumenten. Okay, dann kann man diese Wert hier, so jetzt das ist Lautstärke zwischen 0 und 1, das kann man skalieren oder ein bisschen so Wert addieren, ein bisschen kochen. Dann das ist gekochter Wert. So das ist jetzt Skalierung ist 1, dann diese Wert mal 1, dann genau gleich das auch. Okay, dann kann man jetzt diese gekocht Parameter oder Wert und Videoparameter hier oder Schieberegler verknüpfen. So es gibt 1, 2, 3, 3 so Number Box und Selector, 2 Number Box und Selector. Und zum Beispiel, ich möchte jetzt diese Lautstärke und so Durchsichtigkeit vom Modell verknüpfen. Dann zuerst, das ist Bass Selector. So, ich möchte jetzt Bass 1 und diese Parameter verknüpfen. Deswegen erste Auswahl. Und hier, das ist Skalierung. Wenn ich wieder 1 hier eingebe, dann diese Parameterwert mal 1, dann bekomme ich genau diesen Wert hier. So, diese Felder ist immer 0 bis 1. Okay, dann wenn ich nochmal das Stück spiele, dann das ist Lautstärke
So, jetzt kein Snare Drum, dann ich jetzt 2. Das ist Synthesizer, Lautstärke. Dann genau diese Wert bekomme ich hier. Aber kann man auch hier skalieren? 0,5. Dann die Hälfte von diesem Cooked Wert bekomme ich hier. Und ich kann auch addieren, zum Beispiel 0,5. Dann jetzt dieser Wert bewegt sich zwischen 0,5, das ist Minimalwert, zwischen 0,5 und 1. Dann kann man so Mapping ein bisschen frei einstellen. Dann jetzt Snare Drum, es gibt schon Snare Drum hier. Dann ich mache noch eine Verbindung zwischen diesem Scale X. So, ich selektiere Snare Drum, so Bass plus 1 und 1. Ja, dann diese Parameter bekommt Snare Drum und diese Parameter bekommt Synthesizer. Dann kann man diese Verbindung und diese Submixer, diese Wert hier, auch im Preset gleichzeitig speichern. Das heißt, kann man so alle so Parameter Setup hier einfügen und später benutzen.